Stream gepackt. Ich muss halt mal einen Mittelwert finden, der gut funktioniert. So, haben wir denn für Masterworks? Oh, Airborne Advantage, okay. Ist eher dann nicht so cool. Aber noch was, ne? Defensive. Ich glaube, die brauche ich beide eher nicht, glaube ich. So, Herr Sepsch, Forge. Ach, falsche Maus. Dummdi-dadi. Ah, hier können wir auch eigentlich nur mal sammeln, vielleicht. Ja, Waffen hätte ich gerne. Einige kriege ich gerade, aber war keine Waffe. Components, so Defensive Bulwark, was haben wir denn? Armor Pickup Overheat Delay oder Support Speed Pickup Radius? Eigentlich der besser sogar. Mhm. Dann haben wir die Tactical Advantage, da hatten wir doch auch mehrere. Overheat Delay, Ultimate Speed 23, Ultimate Speed 13 Eis-Effekt, dann nehmen wir mal Ultimate Speed und Overheat Delay auch. Das haben wir nur einen. Airborne Advantage. Da haben wir Support Speed Eis-Effekt und Support Speed Resist. Da glaube ich, gehe ich lieber auf 15% Support Speed. Ich denke, das ist nice. So, dann. Hier kann man eigentlich. So, wieder da. Jo, BB. Aber du bist ja so schnell immer. Aber da kann man bleiben. Habe ich gedacht, ich könnte noch Dings machen, aber. Du kannst mich lauter stellen. Ja, das kann ich mal versuchen. Wobei, ich habe dich schon krass geboostet. Ich stell mal. Ich habe halt immer das. Die Befürchtung, dass ich dann wieder. Dass du mich hörst. Also doppelt. Dich doppelt hörst. Ja, ich boost mal. Ich habe noch ein bisschen Space nach oben. Ich boost. Lass mal. Kann auch die Eingabelautstärke, aber das hat ja nichts mit dem. Na, jetzt ist aber okay. Jetzt ist es eigentlich schon in Ordnung. So. Let's get this done. Change Mission. Da war ja noch. Hier war noch eine. Oh, Junge, hast du schön fein viele Missionen für Loot hier. Na sicher. Gucken, ob ich in den nächsten Tagen mal einen Storm hochknalle im Gear. Jo, ready when you are? Ja, bin gerade erst aus dem Loading Screen. So, okay. Dann musst du noch den Loot zerlegen. So, ready. Ja, on we go. Wir müssen noch dramatisch viel im Spiel machen. Ja, gut. Klar. Aber die haben ja jetzt Tipps bekommen. Von Warframe, ja. Nee. Von wem denn noch? Einer der Entwickler von Diablo 3. Ach so, okay. Wie gesagt, wir haben auch gemerkt nach Vanilla vor Reaper of Souls, wie man mit Loot umgeht. Ja, genau. Nicht so wenig und nicht so scheiße. Mach mal ein Handygame. In Vanilla war jedes Legendary ja selten. Und ein gutes Legendary war unmöglich. Also, wo wir da hinter Scheine Wut und Lampos her sind, dürfen wir so einen guten Roll haben. Genauso ist es jetzt hier. On we go. Immer weiter nur Bastionstiefen abtreiben. 24-7. Ja, hier, oh, Diablo-Fans geht offline, ne? Hast du gelesen? Ja, ja. Bin wundert. Bin mal gespannt, ob Wolzen noch weiter geht.
sie doch ziemlich nass ist. Na, hab ich schon mal gesehen. Ihr habt den Early Access, aber da gibt's halt noch nicht viel. Da soll ja irgendwann noch Lost Ark kommen. Na, das ist glaube ich nichts für mich, Lost Ark. Am 17. März neue Quasi Maximum Season. Deswegen stehen wir vor ihm. Anfang März ist Division. Ja, 15. Ja, aber ich glaube, wir können am 13. schon anfangen, die Pre-Order. Ah, ich weiß auch nicht, die klingt zwar ganz witzig. Dieses Wochenende ist, by the way, Open Beta. Da kannst du halt, wenn du teilnimmst, du brauchst dich auch eigentlich nur einmal einloggen, kannst du wieder Zeug abgreifen, ne? Also kriegst du ein paar Cosmetics fürs Release. Die es halt nicht mehr geben wird. Das ist bei Ubisoft doch tatsächlich so, dass du diese Teile dann auch nicht nochmal bekommst. Oder sagen wir mal bei Division zumindest war es im ersten Teil halt auch so. Destroy the turrets. Good. Turret's gone. Now, don't let the outlaws get away. Don't let them get away. Ja, der Kolossus hat schon was für sich, ne? Also. Der Storm auch, und haben beide. Der Kolossus ist unsterblich fast. Ja. Der Storm ist einfach, der macht Damage. Ich halte nichts aus und mach kein Damage. Gute Kombi. Außer unbesiegbar ist da nicht viel. Der Ranger ist halt. Ranger. Das habt ihr lange gemacht. Hinten könnte Schwachpunkt. Oder ja. Vielleicht Leadcheck oder so. Keine Ahnung. Du musst dir viel zu besorgt machen, wenn du Nahkampf zu kommen. Ist was dran. Tatsächlich macht mir Anthem halt mega Spaß. Hoppala, wie die Lösung ist. Gute Nachricht. Ich habe noch einen anderen Kontrakt. Might be connected. Reports of Sentinels in trouble. See what the problem is. Sentinels in trouble. Endlich kann ich was Gutes tun. Hatten ja sonst noch nie wirklich Probleme, die Sentinels. Unterscheidet sich halt schon von Warframe. Ja, ja klar. In Warframe hast du halt keinen direkten Loot außer Materialien. Ich finde Anthem geil. Ich finde, es wird zu Unrecht total zerrissen, denn du hast häufig sind die Leute, die es jetzt zerreißen, Leute, die Demo gespielt haben. Und ich muss sagen, ich fand die Demo auch kacke. Mir hat die Demo nicht gefallen. Sowohl Closed als auch Open hat mir beides nicht gefallen. Wobei Open ging noch besser, da habe ich auf der PlayStation gespielt, zumindest besser als auf dem PC. Und wo sitze ich jetzt mit dem Controller am PC? Ja, wäre natürlich geil, dass ich meinen Razer-Controller am PC sitzen könnte, aber. Das ist ja nicht so ein Spiel mit den Anforderungen auf einer Konsole. Das sieht doch gut aus auf der PS4. Das ist ja gut, Schuder. Ich bin ja auch nicht so eine Damage-Schlampe. Grafikschlampe. Damage-Schlampe. Grafikschlampe. Ist nice, wenn man das hat, aber ich wäre jetzt nicht einer, der dafür unbedingt zwingend nachrüsten müsste. Ja, wenn ich das hätte spielen können auf der 1070, wäre es noch nicht cool. Naja. Damage-Schlampe. Ich kann nicht auf Damage-Schlampe. Ist das? Ich weiß auch nicht. Very good, but you can't let the rest get away. Understand?
and let them get away. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch was am Loot tun. Das ist zu wenig. Aber es ist zu wenig, ja. Es gibt einfach zu wenig Vielfalt, ja, aber ich. Ich hoffe nicht klar sein. Nein, das ist zu wenig Trockentrop, aber der Boost war, glaube ich, in dem Moment ein bisschen viel. Ja, der Boost war was viel vom Loot hier, das stimmt. Auch wenn er schön war, war das jetzt aber nur ganz kurz schön, weil man dann merkt, man kriegt nichts mehr. Das hatte ich ja zum Beispiel, ne? Das heißt, ich habe super lange gebraucht, bis ich überhaupt mal wieder was Sinnvolles gekriegt habe. Wenn man so einen Boost hat und dann wieder auf die Reise schon zurückgeht. Ja, ja, das war halt Pain. Ich hätte sich nicht zu erinnern, der Güter nicht verlaufen. Dass man stundenlang wieder nichts bekommt. Also ich habe jetzt lange nichts mehr Besseres bekommen. Legendary schon gar nicht. Ah, gut, gut. Now that you've finished, you work. Damn, getting word an animal is now that you finished, you can finally work. Yeah. Got it. On my way. No monster around here. Start searching and see if you can find a trail. I'll see what can be done. Find a trail. Ich habe einen Trail, aber ich glaube, es hat auch mal anders. Ach du was. Ach, das ist das, die Mission, okay. Ach, da bin ich. Da habe ich, die hatte ich, die habe ich im Augenwinkel gesehen, die habe ich gerochen. Okay. Ich schmeiße die Dinger in die Luft. Ich hätte gerne meine Assault Rifle noch als Priming. Ich prime die Assault Rifle. Da bist du halt nochmal mega Benefit für die Gruppe. Down. Ah, du bist schon down. Wieder Kolossus ist down. Ja, Freunde der Sonne, wer noch nicht hat, der kann gerne mal ein Follow hier gelassen. Das wäre richtig schnieke fein. Tut nicht weh und hilft mir ungemein, den Kanal aufzubauen. There's another one of those monsters. Natürlich. Einer ist keiner, genau. Auf einem Bein kann man nicht stehen. Oh, shoot. Ah, dieses Drecks Wasser jetzt. Ich bin jetzt auch schon zweimal das scheiß Wasser gefallen. Fünfmal oder so. Wenn ich immer rumcharge. Ja, ja. Junge, der Dicke muss down. Die haben sie aber noch unterhalten, ist ja gut. Okay, du bist schon da. Kein ewig schief. 800 Reserve-Munition. Boah, das ist geil. Und wenn ich dreimal charge, ist mein Magazin eh wieder gefüllt. Oh Mann, ey, ja gut, ich bin da am Arsch. Wir
Wieso steht der Kolossus denn hier hinten? Wieso macht der Ranger arbeiten? Was ist da los bei dem? Genau, ich stehe die ganze Zeit vor ihm. Ja, da hätte vielleicht eigentlich der Kolossus stehen sollen, oder? Ich muss mir jetzt meine Pistole da ran. Shoot. Dreckige Wasser hier. Bei den Purples kann ich jetzt auch nur noch gucken, ob die Perks vielleicht besser sind als die letzten Purples, die ich noch drin habe. Tja, 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 tja. Komm, ich dachte, der selbst nicht mitspielt. Oh, gibt's neues Prime Loot? Die sagen mir, ich soll mal auf die Prime Loot-Seite gehen hier. Smite, gibt's Loot? Jetzt abholen. Nein. Bitte autorisieren Sie jedes Mal, wenn Sie in Twitch Prime was abholen möchten. Autorisieren Sie es bitte jedes Mal. Hi-Res-Account verbinden. Ja, ich bin halt auch gelinkt, ne? Das ist halt einfach geil. Nachrichten? Roger that. We've successfully created two cases for each of your controllers and escalated them to the peripherals team. For your reference, please take note of your case numbers, blah blah blah. You should receive an email update from our team within 24 to 48 business hours. Let us know should you not receive any word from them within the given time frame so we can back you up. Yeah, 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 yeah. Anstrengend. Anstrengend mit den Jungs von Razer. Anstrengend. Einfach anstrengend. Ich kann es nicht anders sagen. So, was gibt's denn hier? Also es gibt Smite. Oh, ich habe Masterwork. Nein, wieso kriege ich jetzt mein Masterwork, was ich habe, nochmal? Thunderbolt of Ivenia nochmal. Wie, du kriegst doch... Ach so. Nein, den habe ich scheinbar auch irgendwo ein Masterwork gekriegt eben. Oh, das Granaten-Masterwork, Combined Arms. Ja, das braucht der Papa, das stimmt. Scheinbar habe ich zwischendurch noch irgendwo ein Masterwork gekriegt. Ah, stimmt, ganz am Anfang. Stimmt. Hahaha. See that. Forge natürlich, muss ich direkt einbauen. Neverwinter Nights, weil es gibt so viel Prime Zeug, da müssen wir immer noch mal gucken, was man alles hat. Also vergesst nicht, Smite gibt hat Twitch Prime irgendein Skin. König Artus Paket, richtig cool. Also schaut fein aus. Schaut fein aus. Ohohoho. So. Components, da können wir wieder ein Upgrade machen und zwar. Na, ah, das hat halt Pistol, aber. Naja, der muss rein. Alleine für die Power muss er natürlich sowieso schon rein, aber der Perk ist halt auch gut. Ist genau richtig. Hm. Ja, Weapons. Jetzt kann ich mal gucken, ob die bessere Perks hat. Oh, könnte ich mich jetzt nicht entscheiden. Kommt drauf an, was ich mal spielen möchte, aber dann lassen wir sie mal drin. Okay, so. So. Wieso ist denn jetzt immer noch eine neue Komponente hier? Oh mein Gott.
Oh mein Gott, was habe ich? Oh mein Gott, hier kann man ja scrollen. Scheiße. Wie viele Slots habe ich ja? Mache ich mal einen Abendstream nur zum Dissen. Ah, geil. So, Sepp, bist du da? Möchtest du mal mitspielen? Komm. Darf ich offline gehen? Echt? Ich sehe ihn zumindest bei mir im Chat. Hallo, hallo, oh, hallo. Siehst du gerade was? Hallo. Also ich habe mal glatt auf 3,5 gemacht, so ist besser, ne? Ich gucke jetzt nochmal, ich war gerade essen. Dachte ich mir. Bist du dabei jetzt? Ja, ja, deswegen bin ich ja im Discord. Hast du jetzt mal auf 3,5 eingestellt, oder was? Fest auf 3,5, jetzt ist besser, ne? Aber deutlich. Alleine deine Webcam unten rechts. Meine Webcam unten rechts? Ja, hier dein Bildchen, was also da drin mich. Ist. Ja, mich, also ja, ja. Oh, mich. Ja, ja, also mit 3,5 ist in Ordnung, ne? Ja, wie gesagt, alles über 3,5 kann Twitch eh nicht. Das heißt, die müssen das ja irgendwie weginterpolieren, schneiden oder die Informationen ja, werden ja dann, ja, okay, aber also ich bin jetzt bei straight 3,5 und jetzt finde ich es halt auch gut, ne? Naja, das sieht gut aus. Okay, okay. So, ne, ich habe gerade eben die letzte Mission noch schnell gemacht. Letzte Mission? Ah, ich müsste, die, aber die, lass die. Uns mal lieber... Ah, oh, wobei, also, du hast eine Legendary Mission jetzt natürlich für uns, ne? Ich hoffe. Kenji, du, all them loot comes in. Hallo, Typ. Weißt du nicht, du bist irgendwann mal fertig mit Schweißen hier? Nee, die schweißen zu Ende. Die schweißen zu Ende, genau. Ich schweiße zu Ende. Aber ich meine, als The Division 1 Veteran würde ich muss man auch sagen, hey, da ist man das gewohnt. Die Fei Lau war ja quasi auch das komplette Spiel über verletzt. Die hatte also weder Blutgerinnung noch ist der Knochen geheilt. Über Monate. Okay, da muss ich noch da ist. Dann sag mal, wenn du online bist, dann kann ich dir schon mal. Ich bin online, aber Level 1, warum auch immer. Das ist ein Anzeigefehler, mehr nicht. Ah ja, okay. Invité Player, mich wagen, invité. CC. Gracias. Boah, diese Veranstaltung ist ein Haufen. Ja, 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 ist ja. Toll. Toll ist die, toll. Kann man morgen mal bei dir. Ja, ich komm morgen wieder um 8 Uhr. Nice. Ja, ich bin ja erst vom Sport. Ich nicht. See that. Ja, Freunde, kann man immer mitspielen, wer Bock hat am PC. So, Change Mission. Nee. Hast du dich schon abgeholt? Nee, ne? Doch, ich hab jetzt hier gerade gequatscht. Ja, ich meine deine Epic Mission. Ich hab alle Boards abgeklappert, die ich so gefunden habe, aber ich glaube, ich habe keine bekommen. Ja, das hatte ich auch schon einmal. Ja, scheiß Loot und so ist eh alles scheiße bei dem Spiel. Ja, Alter, Reddit, ich hab... müsst ihr nur gucken. Ja, Alter, ich hab heute schon 2 Masterworks gekriegt. Also. Hallo, du kannst das jetzt hier, also, ne? Das ist keine Tatsachenberichte, die hier vor Ort werden. Ja, stimmt, das sind keine Tatsachen. Das ist auch gar nicht passiert eben, genau. So, zack, 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 Change Mission. Ne, da ist aber auch nix hier, ne. Dann bleibt uns zu nur noch eine Fortress. Für dicken Loot. Ja, machen wir mal einen Fortress. Ein Stronghold? Ja. Ja. Welchen wollt ihr? Oder der schwere? Den ganz schweren meinst du? Den ganz schweren, der ist langweilig. Der ist jetzt. Ja, dann mach den zweiten. Mach mal den mit dem auf Großmasse 1, mit dem Grandmaster 1, mit dem Scar. Der Temple of Scar, Großmaster 1, ready for players, alles klar? Ladies and Gentlemen. Sie sehen. Weil ich denke, ich habe eben. Zumindest auf jeden Fall auf Grandmaster 1 in den normalen Missions kann ich jetzt so rumstehen wie auf schwer. Das heißt, da passiert nicht mehr so wirklich viel. Also das kann ich ganz gut fängen. Das heißt, im Dingens ist es ganz angenehm jetzt, denke ich auch. Der Boss ist halt das Problem in der Ja, Rüstung. Sind aber jetzt zu dritt, die vernünftig spielen. Der hat 2. Kalle ist ja auch da. Da klopfe ich doch gleich mal auf. Mein geiles Mauspad. Ich habe auch ein geiles Mauspad. Mouse Move 3 Sensor.
Und wir haben jetzt Jonak. Ist auch was. Jonak. Jonak. Ach, die Mission. Ja, okay, die habe ich auch erst einmal gemacht, aber diesmal habe ich auch ein bisschen Gear. Geh mal direkt auf ein. Ja, also wir haben jetzt gerade auf jeden Fall schon mal verifiziert, dass, der Damage mit dem Power Level einfach straight hochgeht. Habe ich jetzt verifiziert, weil ich mein Damage jetzt mehrfach verglichen habe. 465 machen wir halt einfach mal Paper schon viel mehr Damage. Ja, wer hat gesagt, der geht hoch? Das geschützt ab. Anstatt irgendwie rennen. Ja, ich komme mal zu euch, wobei ich stehe hier an einem persönlich. Jetzt schätze ich es um. Ich tue es ja. Oh, ich bin runtergesprungen. Wow. Zum Beispiel auf den Tank schießen, da machst du den Tank. Wo ist der Tank? Ist die Box, hinten, ne? Hinten dran, ja. Okay, sehe ich halt jetzt gerade nicht von lauter Eskalation. Naja, aber hinten dran ist so. Ich sag mal, Tank, Munitionstank, wenn du da drauf schießt. Ja, ich hab keine Chance, ihn zu sehen, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Schon brav den Alarm, nicht mal. CET. Vielleicht mal gucken. Achso, hier ist Zelt das wahrscheinlich auch mit dem Boss und dem Doppelloot, ne? Ja, klar. Okay. Das zählt überall. Okay, ich dachte, das wäre das. Da liegt der Boss geworden. Ah, Loot wurde also genervt, habe ich gehört. Ja, gibt keinen. Okay, Mann, ich kann doch auch nichts dafür. Es wurde mir doch auch nur erzählt. Ja, das hängt dir jetzt an. Ich verstehe auch nicht, warum die auf Reddit so abgehen. Weil die wieder keine Ahnung haben. Hey, guck, hier ist mein Loot. Ja, natürlich hast du zwischendurch immer eine Runde, wo du Scheiß-Loot kriegst, aber insgesamt ist das Loot, finde ich, okay. Für die Menge an Spielzeit. Alles andere ist egal. Interesting metaphor. Hat er jetzt gesagt, er ist hungrig? Ja, er hat gesagt, er ist hungrig und dann hat er gesagt, wir könnten jetzt bitte nicht übers Essen reden. Ja, ich weiß, das ist auch mehr eine rhetorische Frage, aber jetzt krieg ich mich gerade Hunger. Toll, nur 6 Purples. Wer soll denn davon jetzt sich freuen? Alter, ey. Gut, mit Purples kann ich jetzt tatsächlich auch nichts mehr anfangen, aber... Ja, ja, genau. Das ist halt... Ach, jetzt kommt der mit Logi. Ah, Gott. Weißt du? Du, teil dir erstmal die Kekse ein, ja? Kekse? Was für Kekse? Hast du gar nicht mitbekommen? Nee. Ja, erzähl ich dir mal. Okay. Aber ist cool, ne? Ich bereite den schön vor und dann kannst du ihn wegnehmen. Die Schilde hast du halt mit der Scout super geil schnell down, ne? Habe ich auch im Nahkampf schnell down, wenn sie mal nicht gerade fliegen. Weil ich halt diese Elektro jetzt. Why do I have to go now? Hoch? Da bin ich. One hit. Oh, Gott. Oh, Gott. Da komme ich schon hoch. Muss hochlaufen. Ja, genau. Das ist. Ah, da.
du noch eine dabei? Ich habe eine dabei. Den Rest habe ich schon eingesammelt. Dieser fragt dich, wie ich hoch. Hey, congratulations, you opened the door. Congratulations, you have opened the door. Ja, also Sprüche technisch ist das Spiel halt einfach wirklich ganz weit vorne. Und ich finde auch nicht, dass die Story zu schlecht oder zu kurz ist. Ich finde, die wird sogar mit diesen Sub-Stories, die man noch so hat, richtig geil. Das ist halt ein BioWare-Spiel, ja, und die haben es halt bei Mass Effect von dem nicht hinbekommen. Das ist hier halt übernommen. Die Story ist für so ein Spiel halt vollkommen ausreichend, eigentlich schon zu gut. Ja, ich finde, dass man einfach Bock darauf was hat. Was ist gerade passiert? Was denn? Wieso bin ich gerade irgendwo hingeportet worden? Weil. Genau, da muss man nicht kämpfen. Was seid ihr denn für Soldier Boys? Ja, ja, das muss man nicht mehr töten, als man. Wo man kommt. Es gibt doch eh kein Loot, also oder wenigstens kämpfen. Papa. Something is not quite right. Also ihr habt mich jetzt hier knallhart stehen lassen. Merke ich mir. Respawn. Ich bin mal gespannt. Ich bin wirklich mal gespannt, ob Division zum Release so gut läuft, wie das Spiel zum Release zum Laufen ist jetzt. Ich finde, das Spiel ist extrem gut gelaufen zum Release. Interessiert mich das selber. Nö, da laufe ich einfach durch. Ja, mach mal frei hier. Was müssen wir denn machen? Achso, Defeat-Scars. Okay. Soll ich nochmal nach oben gucken? Ist doch wieder kleiner. Wo ist der hier wieder? Hier ist noch kleiner. Irgendwo versteckt sich einer. By the way, bei uns hier in meiner Lieblingshauptstadt, wo ich ja hier so wohne, ist der Dominus jetzt endlich auf, ne? Wollte ich nur sagen. 4 Euro für eine Klassik-Pizza im Serpol. Ja. Junge, die ist ungefähr 4 Minuten Fußweg von mir zu Hause entfernt. Da hole ich alles ab. 5 Minuten im Auto von mir jetzt. Ja, das lohnt sich. Trotzdem dahin fahren. Ja, aber ich kann ja gehen. 2 Minuten im Auto. Ja, und ich brauche normaler Stechschritt, sag ich mal. 4-5 Minuten. Zu Fuß. Zu Fuß brauche ich da schon 20 Minuten. Oder? Ja, das darf ich. Da müssen wir noch gar nicht mehr sprechen. Das stimmt. Ein Auto. Jetzt schnell, einmal kurz zur Stadt kommen. Beide Waffen gerade zu Ende gemacht. Ist craften. Und mein E kann ich auch craften. Einfach gespawnt. Wieso? Oh, hier gibt's noch. Oh Gott, Enforcer Party. Stimmt. Und kommt auch noch so eine Sau. Hat mir direkt ein Schild zusammengeschossen. Was ist das?
nicht. Kann man, was passiert eigentlich, wenn man hier steht? Nichts. Ich sehe grün Loot. Ich sehe Weißen. Und ich sehe Weißen. Alles Purple. Und da ist ein Orange. Oh, nice. Aber das kann nicht sein. Weil es bei Reddit so steht. That's not the expression. Keep moving. Hä? Exits above you. Was ist da gerade passiert mit dem Geschütz? Ich hab's zerlegt. Einfach geplatzt. Ich hab's eingefroren und zerlegt. Ja, der Scharfshooter von oben, der... mich liebt. Du hast mich doch dabei. Ja, Junge, ich bin krass. Das war flott. Ja, jetzt waren wir auch zu dritt da drauf. Ja gut, ich erinnere mich aber an die Gruppe, ne? Ich war es einmal drin, aber dann passt da. Die Brückenszene. Willkommen in der Brückenszene. Ja, schön, danke. Muss man schon. Die machen Aua. Ich muss mal das Geschütz haben. Ah, doch, hier, ich erinnere mich, ja, ja. Bom. Wir sind mal zu euch. Hochzukommen. So, jetzt können wir uns mal orientieren kurz und. Pew Pew Mother F. Der Random einfach epic. Muss ich nochmal runter meinen Purple holen. Zweimal Purple. Nochmal Purple. Purple Loot. Purple Loot. What the hell is that? So, erinnere ich mich noch? Ah, ich erinnere mich wieder. Es war scheiße. Allerdings war die letzte Gruppe so ein Haufen Code hier. So, jetzt müssen wir die Dinger platt schießen, ne? Ja, ja, klar, klar. Oh, ja, ich bin wieder im Bild, ich bin wieder im Bilde. Okay. We've got this. Bescheid, wenn einer Ed sieht. Alter, genau. Egal, wo in welche Ecke ich mich jetzt gerade bewegt habe, da kamen die Schüsse an.
Das sind Lenkraketen. Ja, aber so schön konnten sie nicht lenken. Dann sind das auch noch extreme Driftlenkraketen. Das eine Bein ist die das Ding ist weg. Alter, hier droppt doch Purple ohne Ende. Ich weiß gar nicht, was die Leute wollen. Dissen. Ja, aber ich meine, sie haben sich ja beschwert, dass nur Weiß und maximal Grün droppt. Ja. Oh, das ist gleich so. Ich meine, das kann ja mal passieren. Sogar, ich habe auch keine Zimmer für einen Schuss. Einfach. Das ist gerade mies. Was? Ich brauche eine neue Waffe. Ich brauche echt eine neue Secondary. Also sobald ich irgendwo um die Ecke gucke, kommt auf jeden Fall immer was geflogen. Das ist immer auf die Besten. Scheiße. Ich liege jetzt aber auch echt ungünstig. Ja, ich meine erstmal. Alles gut. Also ich liege literally... Oh, jetzt liege ich vor dem Miro Pupi. Ja, ich mach das Ding weg und dann... mach noch meine Ulti ready. Also jetzt kam von links. Gut. Und mich sehen dich aber nicht. Ich sehe dich auch, aber du bist am Start. Leistigkeit ist gegeben. Vielen Dank. Ich muss mal ein bisschen Munition aufheben, das geht ja gar nicht. Eisbach ein bisschen Munition sammeln. Da gibt's auch irgendwo Munition. Okay. Oh, innen, ja, im Innenring, ja. Alter! Ja, das, dieser Boss ist echt krank. Käseboss. Jetzt muss mal laufen. Ich
Munition, bitte gib mir. Ist nur hinter mir ist ein irgendwas, der nicht rausgekommen wäre. Ja, den habe ich jetzt. Ah. Hab mich abgefahren. Kannst also in Ruhe. Ja, ist jetzt down. Ja, ich bin hier im Vorsam. Ich kann mir den Typen, kann den Typen nicht holen. Aber viel Schaden ist. Er ist fast down. Wir dürfen nicht in die nächste Schildphase. Ja, ich kann gerade keinen Schaden machen. Ich hab der Scout keine Munition und keine HP. Oh, jetzt kommt hier noch. Ja, das sind Ads, der wird nochmal reinkommen. Och ja, jetzt liege ich hier rum. Ja, no chance, da kriege ich dich nicht wieder. Ich werde jetzt auch gerusht. Okay, dann bin ich auch gerusht. Also hilft nur eins den Kollegen, der ist aber genauso beschissen. Ja, liegen beide echt. Muss auf die. Jetzt kannst du. Boah, ich hab's gerade geschafft. Wo hat das denn Forza? Ja, lass mir den Forza mal gerade weghauen. Ich muss in meine Ult kommen. Jetzt aufregen, also ich bin safe in den Fassen rein. Ich stehe jetzt safe. Ich muss erstmal Schild wieder schlägen. Ich hab noch 5 HP. Der Kollege. Ja. Jetzt ist der down. Ich krieg den Loot nicht. Zack, weg ist er. Ja, schau nicht. Du hast so ganz kurzen Moment Zeit dafür. Ja, gut, ist dann halt so. Das war ein sehr kurzer Moment. Jetzt den Buddy-Typ nicht holen sollen. Die anderen immer liegen lassen, haben wir jetzt gelernt. War eh nur weiß, alles schon. Ja, eins gibt's auch so und 2 hatte ich schon gedroppt in der Mission. Nicht schlecht, sagen wir. Ja, mal gucken. Ja. Schauen wir mal, was wir gekriegt haben. Ach, und ich wundere mich immer, ich hier immer auf der falschen Maus hier. Mann, ey. So, ach Gott, nee, Avengers Boom schon mal scheiße. Ja, toll, nur scheiße, okay. Ein Masterwork und das war Hode. Jedes Mal denselben. Hodor-mäßig. Schmiede. Hodor. Naja, zumindest kann ich ihn benutzen, aber so, naja, nur für die Punkte halt. Nur für die Punkte. Ich habe aber schönen guten Abend in den Stream. Wenn ich noch nicht begrüßt habe, fühle ich mich hiermit begrüßt. Scheiße, das war ein Assault Launcher. Nutzlos. Alles war Käse. Und jetzt leider auch nicht doppelt looten. Granada.
Fire Damage, Support und Repair. Ah, shit. Wow. Armor Drop. Oh Gott, ich glaube, ich nehme die. Habe ich zumindest Gear plus 10% Damage. Und Rifle, Ammo Drop und das. Ne, ich bleib bei der, die ich habe. Tatsächlich. Eieiei. Ei, ei. Ja, los. Ja, ja, ich geh mal schnell Nase putzen, dann bin ich direkt wieder da. Hoppala, so. Das ging schnell, weckle Nase. Ich muss ja noch Loot wegmachen. Mach mal Loot weg. Was haben wir drin? Damage. Ich muss am besten so gucken, das ist einfacher. Ultimate 25% mehr Damage ist auch schick, allerdings habe ich den schon drin. Habe ich hier. Ich bin so viel Auswahl gerade. Das schaut nämlich sonst ganz okay aus eigentlich. Ne, lass mal so stehen einfach. Der Doppel-Looter wäre jetzt gut gewesen, aber das war uns ja nicht vergönnt. Hallo. Hellas. Wollen wir jetzt noch zur Entspannung Tyrant meinen? Können wir. Ich gehe mal in die. Da. Ich steig mal ein in der Javelin. Kannst du nicht auch in eine Gruppe bist direkt mit R rein? Mit R? Ich spiele mit dem Controller, ich kenne die Tastenbelegung nicht. Also ja gut. Warte mal. Stronghold. Zack. Timer. Okay. Let's get this done. Mr. Milchwagen, bitte steigen Sie ein, Mr. Milchwagen. Nein. Nein. Das ist auf jeden Fall konsequent. Reddit hat gesagt, es lohnt sich nicht. Genau, Reddit hat mir gesagt. Lächerlich. Was? Junge, das. Das hatte ich echt mehr. Ja, ich find's auch dämlich. Ist ja okay. Die haben das bestimmt auf schwer nur gespielt. Und haben dann nur noch Scheiße gekriegt. Error Retrieving Anthem Server Live Data. Ich bin dann mal rausgeflogen. Ja gut, aber du kannst wieder joinen, wenn das Spiel genau. I hope so, ich habe aber keine Frame Drops. Und der Stream läuft noch, also war das tatsächlich ein. Ja, ich rausgeflogen. Ja, auch? Ja, ja. Und da gerade der Server wurde heruntergefahren, ne? Ja, ja. Dann spiele ich jetzt wieder. Dann spiele ich jetzt wieder Ram Royale. Musst du, wenn erstmal neu einladen,
Ja, ich muss halt erstmal auch kurz noch einspielen. Ja, es dauert alles was länger, der hat halt schlechte Hardware. Guck, jetzt ist er ganz rausgeflogen, kein Discord, nichts mehr, alles kaputt. Explodiert. Falsch, ich denke immer, wieso funktioniert das hier nicht? Ich bin immer auf der falschen Maus, Mann. Behindertes Kind bin ich. Ja. Keine Widerworte. Ich weiß jetzt nicht, was ich sonst dazu sage. Ja, ist ja okay. Ja, ist, ja okay. Ist angekommen. Haben wir denn jetzt auch neue Legendary Missions? Aber muss man ja nochmal checken, finde ich, ne? Ne. Oida, Stronghold, Tyrant Mine, Grandmaster, Stadt. Start abbrechen. Start abbrechen, jetzt will ich nicht mehr. Das habe ich jetzt getriggert, der Absturz. Probleme? Namen at all? Ja, moin. Moin, Svenchel Kopf. Ja, guten Abend. Gerade ist das Matchmaking abgestürzt. Als ich das vorhin hatte, genau denselben Fehler, hat das Spiel danach nach der Fortress gecrashed. Hahaha. Aber ihr merkt, der Loot geht nicht verloren. Das stimmt allerdings, ja. Das ist sehr gut. Dem Loot geht es immer gut? Ich hab den dann einfach nach der nächsten Mission nachgereicht. Ja, ich finde ein Absturz am Abend wird bei mir jetzt gerade für mich nicht dramatisch. Es bleibt Software. Aber der Loot, der geht gar nicht. Ja, da hab ich was angestellt. Selber schuld. Komm, wir gehen da oben zum Schütz. Ja, ich schieße auf jeden Fall auch auf diesen Tower. Ich muss mich allerdings erstmal umdrehen und gucken, wer mich gerade beschießt. Ja, klar. Oh, naja, wir klären das hier mal gerade. Komm, Alter. Ja, ich hab das eine geschützt. Jetzt mach ich den Schildschlag auf. Bam. Hier ist die. Oh Gott, ich hab die nicht gesehen. Nee, also ich hab schon deutlich Schlimmeres gespielt, so vom Absturzgeraffel her und beim Royale zum Beispiel. Das Spiel ist cool. Triple C-Titel. Der war gut. Machen wir mit dem Absturz leben, also. Ja, gibt nix. Ich nehme das Ding erstmal gerade zurück. Ich sag mal einen schönen guten Abend in den Stream. Willkommen zum Jurinischen Anthem. Wir spielen Grandmaster 1, Stronghold. Wie heißt das Ding? Tyrant Mine, ne? Ja. Oh, ich hab mich geflogen, bin überhitzt. Opala. Oh, natürlich am PC.
Wobei, so natürlich ist es bei mir eigentlich nicht. Ob ich spiele, wow, auf PC. So, diesmal müssen wir uns mit dem Kill noch ein bisschen, wobei bei dem jetzt kann man schneller hin, näher dran stehen am Ende. Bei dem Boss hier kann man dann doppelt abgreifen. Das muss man halt leider bei dem Spiel auch. Ja, aber gibt ja nix. Alter, ey. Ja, gibt ja kein Loot hier, genau. Gut, ich habe heute schon zwei Verbesserungen gekriegt. Da steht wieder ein Purple. Ich meine, ich brauche die Purples jetzt auch nicht mehr. Außer fürs Matt. Die Mats. Ich komme gerade zurück, ich habe zwar nur einen, aber die laufen ja auch ab, die Dinge. Ne, da hat irgendwer fallen lassen. Gerade wieder einer verfügbar. Ja. Die laufen ja ab, die Dinge. Wenn du die zu lange hast, werden die schwarz. Der scheint sich scheinbar nicht zu finden. Ja, der ist nicht die hellste Leuchte. Props gehen raus. Ah, den besten Storm bis jetzt. Ja, Strange Club, was gibt's noch zu berichten? Ja, wir sind seit heute gepartnert mit Instant Gaming. Feine Sache. Und darum auch die Links und hier im Sponsor-Banner und auch im Kanal. Also wer da Bock hat, kann da gerne mal reinschauen. Jeder kauft. Ich hab's auch gar keinen Loot. Nee. Nee, gab's noch kein Lied. Ja, das spiel ich nicht mehr. Spiel ich nicht mehr, ja, da hab ich jetzt. Ne. Einfach ne. Ah. Ich guck mal hier rüber. Ich versuche hier immer noch einen Spot zu finden, den ich als Ranger hier gut benutzen kann. Ja, komm mal gucken, ich zeig dir einen. Komm mit. Für einen Ranger, wo bist du, ne? Ja, ich bin hinter dir. Guck hier. Warte, komm. Du musst jetzt einfach Anlauf nehmen. Ja, und hier durch die Minen laufen. Du bist einfach ein Arsch, ne? Du bist einfach ein Arsch, ey. Ich dachte einmal, kommt was Konstruktives von dir. Hier nimm Anlauf und lauf durch die Minen, Bruder. Ja, was ist los? Ich stehe gut wieder Feuer. Jo, treff ich nicht. Will auch. Bin auf der Mine getreten. Ey, du mit deinen Scheiß. Ich guck mal, dass ich die Scouts wegkriege. Ich stehe hier rum, weil ich nicht irgendwo anders hängt. Alter! Sterbe ich hier wegen guten Fähigkeiten oder was? Richtig. In der Sonne sich sterbe. Ich glaub. Hey, ich bin. Ja, ich komm schon. Das ist ja, das war der Scout hier, das ist eine Sau nämlich. Das ist halt eine feine Sache. Und ich habe halt eine gute Erfahrung gemacht bei mehreren Käufen und Supportfällen bei Instant Gaming, von daher kann ich die mit richtig gutem Gewissen empfehlen. Da fand ich die Möglichkeit zur Kartenschaft auch geil. Pre-Orders kamen pünktlich, Käufe waren pünktlich da, aber schnell. Und als ich mal einen Supportfall hatte, war der, die Leute waren super nett und haben einfach gelöst, statt blöde Fragen zu stellen. Ja. Und ich habe gerade den direkten Vergleich, denn der Razer Support, der glänzt jetzt gerade so gar nicht. Das sag ich so, ne? Das ist richtig. Hab ich auch gar keinen Hehl drum. Ich hab weder einen Vertrag mit Razer noch sonst irgendwas. Hier kann man ruhig mal die Wahrheit erfahren.
Wobei, die, die Razer-Produkte getauft haben, mich lachen ja auch alle aus eigentlich. Scout, zwei Scouts hinter mir und beschießen mich die ganze Zeit. Ja, spring mal da rein, Mann. Stehen da die ganze Zeit. Achso, bist du wieder weg hier? Oh fuck. Ah, der rennt mich auch. Nicht! Ich sehe nur, wie er vor mir schießt. Ja, irgendwas ist kaputt. Jetzt. Ja, ich bin nicht. Was? Mein Schild war draußen. Da kam noch eine Invasion. Irgendwas hat uns da gerade zerfetzt. Mein Schild war draußen. Zumindest die Animation. Selbst, oder? Ich bin das Letzte. Ja, aber ist nicht schlimm. Ich komme. Ich mach das schon. Die können so viel auf mich schießen. Ja, das wird keiner überleben. Oder du? Ja, du schaffst das schon mit Schild. Colossus has broken like the first. So, ich nehme jetzt mal irgendeine Position ein, wo man nicht gleich zerfistet wird. Ranger-mäßig, so zack. Oh nice. Was hat mich im komplett Scout-Arsch? Okay. Und Scar Hunter weg. Da ist dein Legendary. Legendary? Oh ja. Nein, da liegt kein Legendary. Lala, dein Legendary. Jetzt echt? Platz. Habe ich noch nie droppen sehen, tatsächlich. Was verdammt sein ist. Aber das nicht. Hat so eine komische Farbe. Das Legendary hat halt so eine komische Farbe. Das ja, gelb halt. Ja, das ist so, aber das ist so ein gelb. Du denkst dir erst, das ist ein grünes Item. Dann denkst du dir, nee, ist kein Gelb. Ach so, das ist so ein helles, komisches Gelb. Ja, das ist so ein komisches. Gelb. Kann da mal einer hier. Ja, Grazien. Aber es kann ja auch eigentlich gar nicht sein, weil das Grün ist ja genau. Oh, Masterwork. Hier sind wir. Es ist der Kolossus. Freund aller Minen. Ja. Wer sucht, der findet. Wer drauftritt, verschwindet. Außer der Kolossus. Der geht halt. Außer der Kolossus. Der läuft da durch. Ganz bösen Spruch, den darf ich über ihn nicht sagen. Ja, wäre besser. Ich habe heute noch Zusatz, ich benehme mich Klausen unterschrieben. Ja, mute ihn dort, dann kann das im Discord sein. Did you just yell? Not a fan of Scorpions. Dann auch Rabbits. Dann hoffen wir, dass das ein gutes Legend mit ordentlichen Equipment. Ja, das wäre nice. Das kommt uns ja letztlich, kommt uns ja allen zugute. Genau, damit ich schon ein bisschen mit tanken kann. Am besten. Ein paar mehr Minen laufen, Junge. Ein paar mehr Minen tanken. Da kommt der White Trash online. Echt? Ja, ich hab dieses scheiß Overlay ausgemacht und geht mir hier schon gesagt. Discord Overlay war das. Achso, das habe ich auch raus. Gib mir auch am Sack. Komm mit. Wie ist das Spiel so, Boy? Schreib erstmal Gude. Gude. Geil. Allerdings bin ich kein Boy, mein Freund. Kein Boy. Man doch. Ja, es ist geil. Ich finde es geil. Ich finde, das wird zu unrecht gehatet und zerrissen. Geil.
Ja, das fand alles gut. Ich find's geil. Ich spiel's ja jetzt seit Early Access nonstop eigentlich. Ich habe nur ein Problem. Was ist das eigentlich für eine Gaming-Branche? Keine Ahnung. Das ist doch nicht die Gaming-Branche, sondern ich nenne es die Reddit-behinderte Kinderbranche. Bei Reddit wird das gehatet, es wird nur Scheiße gelabert, wirklich. Es gibt kein gutes Loot. Alles Mist. Es gibt geiles Loot. Natürlich kriegt man nicht immer Perfect Roll, aber wir kriegen gutes Loot. Ich habe heute schon 2 oder 3 Master Rolls noch abgegriffen. Ich finde das super. Du meinst für ein Genre? Das Genre ist MMO-Shooter, würde ich sagen. Aber. Ja, Shooter mit MMO-Elementen. Hä? Ach, da muss ich hin. Ich laufe die ganze Zeit durch die Gegend und ich weiß nicht, wo ich treffe. Ich habe keine. Ah, ich habe wieder Munition für meine Dings. Looter-Shooter. Ja, ein Looter-Shooter für die Gude. Boah, Alter, jetzt bin ich völlig broke, okay. Ich liebe das. Ich hab gedacht, ich hab bis Division nichts richtig Geiles mehr zum Zocken und Streamen. Jetzt habe ich ein Problem, weil ich das so geil finde. Ja, ich werde natürlich Division zocken und das wird richtig heftig gezockt, aber das Spiel ist geil. Es wird zu Unrecht, es wird zu Unrecht gehasst. Es wird von Leuten zerrissen, die teilweise sogar sagen, ne, die Demo war so scheiße, spiele ich nicht, ja? Die Demo fand ich persönlich scheiße. Wollte das auch nicht spielen und hab's getestet. Junge, wenn ihr irgendeine der Demos gespielt habt, testet die Vollversion nochmal. Die haben sich mit der Demo keinen Gefallen getan. Ja. Ich kann sagen, es lohnt sich. Ich hab's auf dem PC in der Close-Demo gespielt. Und auf der PlayStation in der Open Demo. Und ich spiele es jetzt am PC mit dem Controller auch. Controllersteuerung ist grandios, super. Loving it. Ich kümmere mich um die Blues. Ja, oh, schönen guten Abend, White Trash, by the way. Sorry. Ich habe Kommentare gelesen und dich nicht begrüßt. Mach das hier schon. Kein Problem. Voll so Platz kommen. Mach dir keinen Schaden. Stell dich doch nicht vor mich, dann kann ich nicht. Je nach da oben. Geh hinter mir. Die Randoms sind immer anstrengend manchmal. Ja, ja. Jetzt kommt hier wieder so Star Wars-mäßige Musik. Ich weiß. Geil. Das ist eigentlich langweilig immer, muss ich sagen. Dann sei doch froh, dass mal ein paar Mobs spawnen. Also je mehr ich das spiele, desto mehr Bock kriege ich halt auf Division, aber das ist einfach geil. Nur am Wochenende müssen wir wieder was anderes spielen. Ich dachte vielleicht an Mario Kart auf der Switch oder so. We'll see about that. Apokalypse! Halt kein Schaden. Seid schon erbärmlich. Junge, was hast du nur gemacht heute? Genau, und da kommt mein schöner Link. Unterstützt den Kanal aktiv in euren Käufen bei NC Gaming. Nutzt dazu den folgenden Link. Das ist mein Partner-Link. Wir sind seit heute gepartnert. Ich bzw. Gentainment mit Instant Gaming. Was, wer da einkaufen möchte, wer super lieb, wenn er Bock hat, unseren
Support ist immer gut, hier Kartencode zu benutzen. Ich treffe immer den Meropori, weil der... Ja, ich muss seine Lager ver, was erwartest du? Ein bisschen räumlich. Dauert aber auch lange, das Event. Ich finde, das dauert halt echt übertrieben lange. Schon keine Scout-Ammo mehr. Ja, guck mal, was haben wir jetzt drin? Ach komm, nur dreimal. Moment, eins, zwei. Da waren drei Masterworks drin, ne? Just to let you know. Ist das? Ist das wohl? Naja, ja, wobei jetzt anders ist ja wohl nur zwei. Something is not quite right. Eins kann je nachdem nochmal einen Moment dauern, aber. Aber wenn? Jetzt wollte ich gerade sagen, lass uns mal das Loot angucken. Ja, ich hab's gesehen, es waren zwei Stück. Zwei oder drei, er stand sehr nah dran. Ich hab halt keine Ammo mehr. Ein bisschen blöd gerade. Komm, mal, lass mal ein bisschen Trash hier kurz. It's pretty dark in here. Spread out a flare, it'll help. You freelancers of Toomsworth. Back into the deep. Jetzt hat er nicht mal Ammo gedroppt. Remember? It's only a scorpion. Bigger. A lot bigger. You're not helping. Kann mich jetzt mal einer hinterher porten? Scheiße. Wenn alle faul sind, ist echt problematisch, ne? Da passiert halt nichts. Oh scheiße, ich bin schon im Kampf quasi. Wo springt der denn jetzt hin? Ich versuch mal rauszuholen, wo springt der hin? Ich mach jetzt ungefähr zweieinhalb mal so viel Schaden wie beim letzten Mal, als wir hier waren. Oh, ich bin in dem Boss. Ja, da bin ich gleich auch hin fürs Loot. Junge. Ich geh doch hier. Komm mal raus, du Sau. Hier raus? Das sah so aus, aber irgendwie nicht. Ah, von da. Nord. Oh, ist wieder ready. Swarm Tyrant. So, wir versuchen uns jetzt gleich mal reinzustellen. Ich versuche mich gleich auch mal in der Mitte zu stellen, wenn man das Loot schnell abgreift, kriegt man doppeltes Masterwork. Oder doppeltes Loot, ne? Ja, doppeltes Masterwork. Auch doppelt Epic. Also doppeltes Loot. Genau. Wenn man das ganz schnell aufhebt. Im Boss. Also quasi drunter steht, wenn es droppt. Ah shit, Reload gedrückt.
auf Ammo. Ich bin halt schon mit Empty Pockets in diesen Kampf reingegangen. Bist du weg? Diese scheiß Elite Soldier hier. Ich springe mich immer an. Das ist eine Scheiße, Soll der weg? Ja. Ne, unten. Brauche sie. Hörte sie nicht an. Mann, die bomben da seine Ulti rein. Ich nicht. Ich weiß selbst schon, dich zu ärgern. Das ist das ausgesehen. Das wahrscheinlich hast du aus Versehen nicht ausgelöst. Ich habe aus Versehen nichts gedrückt. Ja, das sah auch, das habe ich auch gedacht. Das schon wieder ab? Aber nächste Phase müsste man ja down haben. Mal gucken, dass wir rankommen jetzt gleich. Ich glaube, ich auch nochmal ein Multi. Lass uns jetzt hübsch hinstellen dann. Warte. Ja, warte, ich habe auch einen neuen Emote. Hallo, ich? Hast du auch den von dieser Woche? Den Emote? Ja, ja. Ja, der ist super. Ja, ja, genau. Ja, ich jetzt. Oh, nee. Ja, hat nicht geklappt. Scheiße. Hat er mich einfach gedownt. Ja, vielen Dank. Oh! Ich bin nicht sicher. Weil ich ihn gerettet habe. Ja, gut, er hat auch vorhin zwei auch schon. Du hast ja keinen Schuss gemacht. Dass es jetzt nicht ist. Ich glaube, ich hab's aber gekriegt. Das, dann hättest du ja mindestens drei. Eins, zwei, drei. Vier müsste ich haben. Ich glaube, ich habe nur eins, weil ich jetzt. Ja, aber egal, das ist ja Legendary. Legendary ist so viel wert wie 100 Masterworks. Ja. Von der reinen. Stimmt, von der reinen Drop-Chance hier an passt das, ne? Ja. Interessiert keinen, was das denn für EP war. So, was haben wir denn? Granate, das ist natürlich geil. Explosive Blaze, aber die Granate ist gut. Was haben wir jetzt? Die Giftpfeile, scheiße, braucht kein Mensch. Granate nehme ich aber nochmal die Granate. Ja, ich hab 4. Oh, die Handwaffe Avenging Herald. Ja, aber tatsächlich viel, also ich habe den gekriegt am Ende. Und das mit dem Loot muss man schon sagen, also der Nerf vom Wochenende ist heftig. Wow, wobei die Perks sind gut. Was haben wir hier? Support 35. Was ist denn Support Luck? Das heißt, dass du
so oder so viel Prozent Chance, dass das seltene Items. Also wenn was droppt, ist es selten. Das heißt Support. Ja, Support und Supply. Verweist beides darauf. Schön, das nicht. Ist total crazy. Okay, wir gehen mal in die Forge. I don't see that coming, dass man das einfach so versteht, aber okay. Hat Mishrak jetzt Rage Quit, oder? Ich glaube, Sepp ist einfach, glaube ich, abgestürzt. Oder? What he says. Ah, irgendwie nichts, hat er gesagt. The Weapon, ja. Ich packe aber jetzt, glaube ich, tatsächlich die 45er Handkanone mal rein. Da ist er wieder. Alleine fürs, nur fürs Power Level rein. So. Was? Ja, bei mir ist das Spiel wieder abgeschürzt. Also, während des Loots oder? Ja, ja. Hast du es schon gesehen? Die Loot-Liste? Nein. Oder warst du noch am Ende der Mission? Müsstest du aber noch kriegen. Ende der Mission müsst ihr eigentlich. Und dann musst du noch eine Mission machen, wahrscheinlich. Ja, das kann sein. Ja. Aber es geht nicht verloren. Ja. Also, gerade bei einem Legendary, ich würde das Spiel deinstallieren. Oh, Scheiß, wenn das. Ja, lass schnell noch eine Mission machen. Legendary geht. Ja, das Legendary war jetzt tatsächlich genau das, was ich schon habe. Ach, du hast es schon gesehen. Ja, ich hatte. Also, naja, dann, dann ist es ja nicht weg. Also, ich habe das Symbol gesehen und dann. Okay. Dann sollte es je nachdem auch schon in deiner Inventar sein. Aber die Frage ist, welche. Encryptions, das ist wichtig. Wenn es halt so ein übertrieben gutes ist. Die können schlechte Inscriptions haben. So, ja, es ist. Oha. Da fertig. Ja, Waffe habe ich jetzt. Ja, und. Ja, der Perk ist aber gut hier. Moment. Gear. 175% Damage vom Gear mehr. Ach, du hast Gear 175% Damage? Das heißt, die Granate nochmal. Ja. Genau. Boah. So, jetzt gucken wir nochmal, aber dann bin ich noch offline. Guck jetzt nur, ob das da ist. Dann bin ich gerade am Rauchen. Jo, ich guck mal kurz nach meinem Loadout, dann geht's dann weiter. So, tschüss. Tschüss, bitte. Das ist ja nur für ein Perk, ist das halt super hier. Dann gehen wir hier auf Support Lug auch. Repair, Gear, haben wir hier Gear Damage, Combo Damage, Support Lug. Der ist dann cooler jetzt. Lassen wir den stehen, mal den weg. Weapons. Ja, da wird immer diese scheiß Legendary hier neu angezeigt. Ich gehe jetzt mal rein für die. Hovering increases Weapon Damage by 200%. Geht das jetzt für beide? Das hätte Kenji nur wissen, ich weiß es gar nicht aus dem Kopf. Oder wenn es einer weiß, gilt das jetzt für alle Waffen der Perk auch? Also speziell diese? Okay, also wenn der Kenji nur jetzt weg ist. Hallo, Appearance? Wieso ist Tooltip aus? Paint. Was? Also. Einen anderen Helm. Ne? Oh, wir hatten doch auch eben so ein neues Ding.
Das sieht ja aus, wie sieht ja aus? Eine Schmusedecke mit dem Deck. Hatten aber noch irgendwas gekauft im Metal. Boah, geil. Das ist ja scharf. Das ist ja scharf. Nice. Wieder da. Jo, BB. Muss los, sieht das geil aus. Da jetzt auch das neue Metal gehe. Battered, ist das das aus dem Store jetzt? Ja. Oder hatte ich das so aufgehört? Oh, das sieht so aus, wie als hättest du ein Pyjama an hier. Boah, das. Wobei, das muss noch. Das muss vielleicht doch hier eher so. Eher so Richtung schwarz oder golden. So, da kannst du noch das Metall auswählen. Nee, pass auf, ich möchte jetzt hier. War das okay? Ja, das ist okay. So kann man mal rumlaufen. Nee. Nee, warte. Nee. Primary Soft geht gar nicht. Common Metal nehmen wir und schieben dann drauf. Oh. Rutschers besser raus. Okay. Das gefällt mir. Was machen wir? Wir machen einfach weiter, oder? Also irgendwas müssen wir spielen jetzt, ja. Ja, dann können wir nochmal Freeplay machen. Ja, ich habe jetzt die Tage gelesen, dass man im Freeplay wohl, wenn man 3 World Quests gemacht hat, irgendwie mal am besten zurückgeht, weil irgendwann das gecapped ist irgendwie. Ja, machen wir 3, gehen raus, machen wir 3, gehen raus. Finden ja dann noch recht schnell eigentlich. Stimmt eigentlich, ja. So, machen wir mal. Du kannst ja jederzeit einfach spontan rausgehen. Ja, ja, genau. Und Titans müssen wir nicht bekämpfen, außer die ganze World Quest. Auch die so, wir machen Free Play. Wir starten einfach hier, weil mir das gerade gefällt. Grandmaster 1, Waiting for Players, Start, Go, gib ihn. Ich werde jetzt hin und wieder auch ganz entspannt einfach da rumdüsen und. Ja, ja, kann, muss auch mal sein, ne? Hab auch mal ein bisschen was gesehen hier. Düsen und. Ja, ja, kann, muss auch mal sein, ne? Hab auch mal ein bisschen was gesehen hier. Fangen die halten halt 1000 mal weniger aus als in der Fortress. Ja, klar, Fortress ist jetzt so das Maximalbeispiel für Pain in the Po. Oh, ich glaube, ich hab das Mic ein bisschen zu hoch. Machen wir mal so. Bummer. Das ist die nächste Drop Rate, aber. Wenn auch nur aus den Kisten eigentlich. Hm. Und ich weiß nicht, wie viel höher die Drop-Chance in der Festung und vergessene Kisten von World Events ist. Keine Ahnung, müsste man jetzt gucken. Lass mal fliegen. Hä? Moment. Jetzt haben wir wieder eine Quest. Hä? Nein, das ist ein World Quest. Ah ne, da war direkt ein World Quest. Ja. Da haben wir Echo. Boah, die Hände. Für eine Handcan ist die aber. An Echo. Excellent. Hab schon 2. Mach mal die Blitze kaputt. A clear reaction.
Spars incoming. It's an ambush. One Echo. All yours. Clear reaction. Come on, be scarred. Wenn ich einen Perk auf einer Waffe habe hier, gilt der dann auch für die andere Waffe? Also dieser Weapon-Perk? Ja, ja, der gilt für beide. Weil wenn ich hovere, mache ich halt quasi 200% mehr Schaden. Also das, ja, das weiß ich nicht, ob das nur... Dann muss, glaube ich, dabei stehen, nur für diese Waffe. Weil das wäre halt krass. Eine Pistole, oder? Ja, ja. Ich hover nicht, deswegen... Wenn es Storm ist, ist das nicht cool, aber... Ja, ich, gut, ich kann... Man kann ja einfach mal hovern dann. Oh, ich bin overheat, jetzt kann ich fliegen. Ein Echo. Good find. You've done it. Relic silenced. That's a relief. We can't let the scars cause more trouble. Ja, die ist das. You've got them. They're falling back. We've done good work today. Das ist halt krass, das ist halt also der Unterschied, wenn du halt dann jetzt mal mehr Items hast. Ja. Ist jetzt die Granate drin, hat immer richtig geboostet. Der Unterschied ist einfach krass. Doppelte, ne, warte, 200% mehr Schaden. Das ist ja dann 300% Schaden in Summe. Nach Norden. Oh, da sind die. Incoming! War ein eins von den guten Embers. Master. Mhm. Fliege mal das Stück kennen. Ich fliege schon hinterher, ja. Was tun wir denn machen? Sie finden da immer so gut alles. Mineral Loot Hausen. Wo haben wir dich denn da gerade aus? Okay. Ja, das ist was, was den ein oder anderen Spieler tatsächlich auch abhält, ne? Dass man die World Quests nicht so konstant finden kann. Andere sagen, aber sie kriegen mehr Masterworks damit als mit Festung. Das ist richtig. Würde ich jetzt momentan auch noch sagen. Picking up a spike in Shaper Energy. It's nearby. Macht er leer. Da haben wir was. Ja, ich... Boah, scheiße, du bist echt noch weit weg. Wieder Echos. Boah, ich bin so viel Loot vorbei. Alter, so viel Loot vorbeigeflogen jetzt. Better be good jetzt. One Echo. Nicely
found an Echo. Na, schade, ich wollte das mal verifizieren. Ob das auch für die zweite Waffe zählt. Incoming. There's an Echo for you. We've got Dominion headed this way. Get ready. Ich würde es mal gerne verifizieren. Ob das jetzt noch fällt oder nicht. Die sterben halt viel zu schnell. Scheint auch dafür zu gelten. Ich hab jetzt grad geschaut. Ja, jetzt bin ich aber stuck hier in der Wand. There we are. The relic's silent. That's a relief. We can't have the Dominion at our backs. You need to clear the area. That was some fine work. I love it when these things turn out. Das schnell zu verifizieren. Also meine erste Vermutung ist ja. Jetzt bin ich nicht sicher, ob ich beim ersten Schuss auf den Kopf getroffen hatte. Da könnte was sein. Ich flieg ein Stückchen links von dir. Vor 10, wie die Zeit mit diesem Game vergeht, ist so geil. Oh, wo bist du denn jetzt? Ich hoffe, du findest jetzt nichts. Bist du schon Canyon? Oh, das ist gut, dann kann ich im Flug alles aufsammeln, was so gelootet hast, nice. Ja, für mich. Die Runde, wenn ich sehe. Sweden. Ja, wir müssen mal ein bisschen Freeplay machen heute auch mal. Wünschen. Da hab ich was. Oh shoot, du bist weit weg. Ah ne. Not that far. Das ist nicht so dramatisch. Ja, das ist gut. Good start. Oh, wir sind doch alive. Let's see. One left. Good. That part's done.
Höhe und Schwierigkeitsgrad nehmen können, theoretisch. Theoretisch ja, wir haben noch zwei Kleider schon wieder. Ganz selten. We've got more company headed this way. More company headed this way. Nein, lass mir ruhig. They are on full retreat. Daily World Event completed. So, also ich habe gelesen, ich weiß halt nicht, wie verlässlich die Quelle ist, dass man irgendwie nach 3 am besten wieder raus soll. Ja, können wir machen. Nebst der Tatsache, dass es ohnehin schwierig ist zu finden momentan, ne? Und schönen guten Abend in den Stream. Halo, Halo, wer so reingefunden hat. Das heißt, fast 3 Kisten in 10, 15 Minuten. Ja, knapp 15 Minuten, ja. Eieiei, wie lange stream ich eigentlich schon? Mir tut der Arsch weh heute vom Sitzen. Also ich hatte eine Unterbrechung gemacht, oh Gott, ich weiß gar nicht, was das jetzt genau ist. Weil die Menüs gehen mit Maus immer schneller. Kommt alles weg eigentlich. Kann ich auch Mars Salvage machen? Da brauchen wir gar nicht das Einlagern, den ganzen Quatsch hier. Freeplay Grandmaster ein. Und darfst du mich mal carryen? Ich carry dich? Ach, du nimmst einen anderen Char oder was? Ja. Oh, bist du krass. Pack mal Storm aus, damit ich mal. Guilds habe ich für den nämlich noch gar nichts. Mhm. Erstmal damit den Javelin abspeichern. Halt den nochmal. Oder bleibt der so? Sollte so bleiben, ne? Bin gerade mal direkt zur Launch Bay, mal gucken, wo wir jetzt auskommen. Tatsächlich noch nie geklickt. Ist doch scheiße, das stimmt. Freeplay. Gehen wir mal hier rüber. Vielleicht haben wir im Eastgate mehr Glück. Freeplay Grandmaster 1 und Waiting for Players. Ja, eine Sekunde. Jo. 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 Ich muss mir gerade weiße Items craften. Oh Gott, du hast nichts? An den Skills, ich hab gar keine Skills. Ah, kriegst du jetzt einfach. Ja, klar, krieg ich die jetzt, aber. Noch habe ich nicht wirklich was. Also, ich krieg ein Hörnerchen. Ich hab 377 Points, so. Vielleicht ein bisschen wenig für Grandmaster 1. Junge. Wird schon. Naja, nimm einfach an, ich bin ready for Liftoff. Ich gucke währenddessen mal kurz, was es. Oh, guck. Über MyDeals gibt. Im Aldi Süd gibt es Magnum im Angebot ab. Dem 8.3. aber erst. Oh. Nach meinem Geburtstag. Oh, Captain Toad Treasure Tracker von Nintendo Switch im Mediamarkt für 29 Euro. Geheimtipp. Geiles Game. Wer das noch nicht hat und ein bisschen auf Puzzler steht,
Der ist genau richtig. Richtig geiles Game. Richtig, richtig geil. Am Wochenende vielleicht auch mal weiterspielen. Vielleicht im Mix mit Mario Kart. Tastaturbelegung, dann muss es auch eine Taste geben, damit ich schweben kann, oder? Ja, keine Ahnung. Bei mir ist es Sprung und dann halt R3, aber du musst doch irgendwie hovern können. Seh. Geh schon mal gucken. Maus 4? Das muss 4. Keine Ahnung, ich spiel mit Controller. Ah nein, Razer Naga. Wer ist Maus 4? Ja, bleib mir weg mit Razer, Junge. Oh, ich bin direkt in den Nahkampf. Ich dachte, ich fau. Dünnes Eis. Ja. So, direkt mein schönes Blue hier abgestaubt, Junge. Na komm, wir gehen mal ein Event gucken. Das ist so eine Ungewöhnung jetzt vom Interceptor. Ja, gut, klar. Mal zu unseren Buddies hier runter. Gibt's hier was? Ah, da habe ich doch eins gefunden. Allerdings habe ich jetzt hier auch noch so ein Gemälde-Ding hier gefunden. Scars are trying to claim territory. We can't let that happen. Orientierung. Haben wir denn? Ach, unsere Buddies sind gar nicht da. Ich dachte, wir wären hier unten. Komm mal da zurück. Türme kaputt machen. Ah ne, nur das sind die Türme. Oh, an den Dingern kann ich ausprobieren, an denen kann ich verlässlich ausprobieren, ob die Verbesserung auch für die zweite Waffe. One more to go. Das ist jetzt der Turm. Jetzt hat er sich umgedreht, scheiße. Okay, eindeutig mit der Map. Mach ich die Video schon als Interesse. Definitiv ein Power-Level, das. Das konnte ich ja verifizieren. Das war definitiv so. Defeat the remaining scars, okay. Mal. Nicht zu hier auch mal looten, die würden. Jetzt gibt's ja gleich eine Kiste, da hast du schon mal Chance auf was. Hier beim Enforcer.
habe. Challenge complete. Oh, irgendeine Challenge kann nicht mal eine. Gehen wir mal nach Westen, da sind jetzt zwei Kollegen dran. Durch den Canyon natürlich. Ja, weiß nicht, ob die nur leechen oder was machen die denn da? Durch das Sauna-Event. Chillen oder so? Die bewegen sich aber schon länger nicht. Leuchtet da unten. Ja, das interessiert mich gerade auch. Brennend. Was soll denn so eine Pflanze? Ach man. Und ein Gesicht. Ich glaube, jetzt sind sie gerade gegangen. Aber das ist trotzdem in die Richtung geil. Mit dem muss doch eigentlich was sein. Baby-Dungeon. Also eigentlich nicht so interessant. Ancient Ash-Titan, aber... Gehen wir mal hier in diesen Tunnel rein. Aber der Dings hält mich gerade weg. Ich hab was. Ja, ich muss nur noch irgendwie da reinkommen. Ein Titan? Ja, den bin ich gerade ausgewichen, den Ash-Titan. Ne, hier ist ein World-Event für einen Titan. Ne. Ah, regelst du schon. Echoes delivered? Du musst ja Echoes deliveren. Ja, ja. Aber erst müssen wir jetzt so oder so den Titan töten. Ich versuche gerade herauszufinden, wo der wohl ist. Hier steht, der ist so hinten am Kreuz. Okay. Dauert aber 8 Stunden, das sag ich dir gleich. Tja, glaub ich nicht. Der hält halt hier nicht aus, das ist keiner von den Titanen. Also von den riesen Titanen, ja, okay. Ja, stimmt, also. Ich hab mich schnell daneben verliebt. Ja, okay. What? Keine Ammo mehr. There's an echo for you. Gut, Handwaffe im Schweben regelt. Ja, es zählt nicht für die zweite Waffe, sondern nur für die. Ich sehe gerade da links ist ein Buff angezeigt. Ja, doch. Zählt. Habe ich eben noch nicht gesehen. Zählt die zweite Waffe auch. Das heißt, ich kann schwebend mit der Scout halt 100% erhöhten Schaden. Problem ist, ich habe halt keine Muni mehr. Nichts gedroppt die ganze Zeit. Ohne Muni keine Scout. Und die zweite ist jetzt auch leer. Kugelplatz in die Ecke oben dann. Ja.
I'm with you. Das war's, Autobahn. Ja, ich kann mit den Skills noch ein bisschen machen. Ist er noch nicht an? Nee, hat noch. Ich bin halt out of order. Aber mit den Skills kann ich nicht. Die sind noch da. Gib mir Ammo. Ja, ich mach die Echos. Der Luft ist ja eine Luft. Und da hab ich einen. An Echo. Excellent. One Echo. All yours. A definite resonance. Zwei. Nur am Überhitzen. Ja, du hast sie schon, ne? Ja. Ich gerade. Relic silenced. Looks like you've done it. That's a relief. War Nummer zwei, ne? Yep. Können zu den Heims fliegen, aber die sind. Jetzt lass uns mal angucken, was die da hinten machen, heimlich. Ganz weit weg. Guck mal, wie weit die weg sind. Ganz im Süden sind. Ja, dann lass uns trotzdem einfach hier lang fliegen. Ich weiß, jetzt hier kommt noch ein World Event. Hab ich jetzt irgendwie so in the Urine. In the Urine. Oh Gott, ich muss morgen früh zum Sport. Buddies haben eine Longquest gefunden hier drin draußen durch. Ja, da ist. Ne, wir haben die gefunden. Scout Scouting Band located. I wonder what they're up to. Hier sind einiges, klar. Oh Gott, ich krieg jetzt hier mit dem Fest. Ja, ne, geht gut. Ich brauch eine Arme. Ist halt, dass der Perk, dass der auf alle auf die zweite Waffe auch geht. Das ist geil. Wow, 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 wow. Advantage läuft auch weiter, wenn ich auf den Boden komme, eine kurze Zeit. Das ist das so super. Scar inbound is moving fast. Be careful.
halt ultra nervig. Die spawnen ja dann einfach somewhere out of them, überhaupt überall. Oh, kann es sein, dass man nur den gelben macht, okay, nicht den Enforcer? Oh, over here. Das ist natürlich traumhaft, traumhafte Waffe hier für ein Schwebe-Yuri. Ja, der Scout hinten, der nervt halt. Der holt mich halt jedes Mal wieder runter. Kannst du nicht eigentlich spawnen wieder? Ja, schon. Nämlich wieder ein Munitionsproblem. Verstehe dich leider wieder gerade nicht. Ich weiß nicht, ob du weiter weg bist vom Mikrofon, sobald ich ein bisschen Action habe hier. Ein Stück, aber ich muss ein gutes Stück fliegen. Noch einer, ne, das ist der von eben. Mann, ich kann eigentlich gar nicht zu dir kommen. Wo bist du da? Da irgendwie in diesem Canyon. Ja. Da muss ich da reinkommen. Und sonst wo am Arsch. Okay, ich glaube, der Gegner buggt doch gerade, der guckt halt jetzt irgendwie. Ja, die Kiste auf. Warte doch, ich bin da, hä? Nein. That takes care of the scars. Well done. Ja, da ist der Kiste. Das ist genau pünktlich. Ja. Da lag ja noch sonst irgendwelche Loot rum. Ich glaube nicht, das war Nummer 3, ne? Ja. Okay. Ah, ist aber auch eine super Landung. Da sind wir kurz nach 10. Perfekt gelandet. So, zack. Hold to entry play, zack. Ist ja perfekt. Test Timing hier. Nice. Fähigkeit. Ah. Da. Ich glaube, ich brauche einen anderen Helm. Gott, ich glaube, ich kann alles dissen. Schock. Ja. Die müssten also wirklich ein Mars-Diss haben.
Das spawnen die, denke ich, das wär wirklich wichtig und gut. Okay, gucke ich jetzt mal gerade nach dem Helm in der Forge und dann beende ich die Runde für heute und freue mich auf morgen 19 Uhr. Ja, der Helm muss anders. Der Helm. Komm, hallo? Damit. Der Helm sieht tatsächlich jetzt hier besser aus, oder? Sogar der Standardhelm sieht relativ cool aus, so. Ich mach Standardhelm. Ja. So, hier war nichts Neues, der war noch gut. Hier gab es auch nichts Brauchbares mehr. Weapons haben wir alles gedisst. Avenging Hero, da können wir den jetzt hier dissen, zack. Ja, ein Masterwork Ember wenigstens, naja, ist okay. Okay, dann sage ich schon mal vielen Dank und bis morgen ins Discord und dann mache ich den Stream jetzt noch. Jo. Juna, bis morgen. Moderiert. Tschüss. Tschö. So. Ja, war wieder ein cooler Abend eigentlich, muss ich sagen. Und eigentlich auch. Wir haben ganz gut Loot bekommen. Also man sieht da jetzt hier 477 Epic Ranger. Dauert auch nicht mehr viel bis zum Legendary. Aber halt noch ein klitzebisschen. Wir haben noch eine Komponente, die ausgetauscht werden muss. Dann brauchen wir natürlich noch gute Perks. Ja, hier ist natürlich auf jeden Fall das Bulwark Point muss noch ausgetauscht werden. Das Support Gear. Kann ich aber nicht höher craften, weil 36 das Max Level von Epic ist. Waffen haben wir Max. Assault Launcher ist Max. Grenade ist Max. Das ist also tatsächlich Support Gear und einmal eine Komponente. Dann haben wir alles auf Max. Und da müssen wir natürlich gucken, dass wir die Challenges dafür machen und halt craften. Oder halt weiter auf Drops gehen, dass wir gute Perks kriegen. Gute Rolls. Genau. Was ich mal kurz gucken wollte, ist, ich habe mir... Boah, cool. Den finde ich jetzt cool hier drauf, tatsächlich. Diesen Vinyl. Den machen wir mal drauf. Den finde ich jetzt cool. Man kann was kaufen. Oh, die sind teuer. Ich habe eben schon Geld ausgegeben. Der ist halt tatsächlich auch nicht schlecht. Aber das ist auch nur eine Seite so. Das ist ganz nice. Da könnte man vielleicht den Skin ein bisschen anpassen hin. Ja, man muss da immer, man muss ja fesch rumlaufen, ne? Ganz wichtig, man muss ja fesch rumlaufen. Richtig feine Sachen. So, aber sowas kann man mal lassen, das ist doch ganz nice, ja. Gibt Schlimmeres. So, jetzt gehen wir hier schon mal raus. So, und damit kommen wir zum Schlussplädoyer. Vielen Dank fürs Reinschauen, fürs Zugucken. Vergesst nicht, Gewinnspiel auf gametainment.de oder at oder ch. Zu gewinnen gibt es eine Rival 650 von SteelSeries. Respektive diesejenige welche, die ich jetzt auch hier im Einsatz habe. Ich habe dann eine Review dazu geschrieben, beziehungsweise einen Test. Und mit diesem Test findet ihr auf gametainment.de direkt auf der Startseite auch den... das Gewinnspiel. Das heißt, da gerne mal mitmachen. Wir freuen uns über ein paar Teilnehmer. Das Ding wird verlost am 4.3.16 Uhr. Ja, 4.3.16 Uhr war richtig. Das werde ich auch pünktlich machen, denn ich habe Urlaub auf dem Rosenmontag. Also ich werde mit meiner Tochter zusammen dann einen Gewinner ziehen. Und den Gewinner werden wir dann kontaktieren. Das gute Stück dann hoffentlich direkt an den ersten, der gezogen wird, auch loswerden. So. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Zockt Anthem, gebt dem Spiel eine Chance. Wirklich, ist geil.
Und wer es sich kaufen will oder beziehungsweise angucken möchte, checkt Instant Gaming. Wir sind seit heute Partner von Instant Gaming. Das heißt, da supportet ihr uns sehr aktiv hier auf BuyGameTainment, wenn ihr über Instant Gaming und über unseren Partnerlink, der unten drin ist und im Kanal auch steht, wenn ihr da kauft. Nice Sache, wenn man da eh kauft, da kann man den Kanal supporten. Ich selbst habe tatsächlich, ich hatte es eben schon mal kurz erzählt, gute Erfahrungen gemacht. Also ich habe da einmal vorbestellt und es kam einen Tag früher als angekündigt und hat funktioniert. Ich habe da ein ganz reguläres Spiel schon, also mehrere reguläre Spiele auch schon gekauft, die schon released waren. Hat alles sofort funktioniert, also PC und Switch und PlayStation. Ich habe da schon Guthaben fürs PSN gekauft, hat sauber funktioniert. Ich hatte einmal einen Supportfall bei einer Vorbestellung. Innerhalb kürzester Zeit, also ein paar Stunden am Business-Tag, habe ich halt ein super Feedback bekommen. Ratz, 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 haben die das geklärt. Und danach habe ich mir gedacht, okay, das, die kann man empfehlen. Es hat alles funktioniert. Auch wenn es mal nicht so gut lief, haben sie es gelöst. Also check mal Instant Gaming aus. In diesem Sinne, nicht zu lange zocken. Morgen geht's weiter, 19 Uhr. Right about here. Tschö, mit Öl.